Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Krachend gescheitert und am Boden ein Trümmerhaufen. Das sind die Kommentare zur Lage heute. Es geht um Fußball, womit den Deutschen mal zu rechnen war. Zumal als Turniermannschaft und heute Tränen fließen. Aus in der Vorrunde für die Vize-Europameisterinnen, die eigentlich Weltmeisterinnen werden wollten in Australien. Gescheitert an Südkorea. Lauter fassungslose Blicke ins Leere. In und für Deutschland ist das mehr als ein sportliches Zwischenergebnis. Das ist eine Art nationale Krise. Und wir sprechen dazu gleich mit dem DFB-Chef. Erst das Spiel heute und die Reaktionen. Gary Paubert. Um kurz nach Mitternacht australischer Zeit kamen die DFB-Frauen am Hotel an. Ein paar Germany-Deutschland-Rufe zauberten in das Gesicht der Bundestrainerin ein Lächeln. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Zu frisch, zu präsent war in den Köpfen aller die Ratlosigkeit über das früheste Ausscheiden bei einer Weltmeisterschaft. Mir fehlen die Worte, ich fühle mich wie ohnmächtig. Und ja, kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Erstmal ist es ein bisschen surreal gerade, Enttäuschung ist natürlich groß. Ich kann das Ganze noch nicht ganz greifen, verstehen, dass wir tatsächlich jetzt aus diesem Turnier raus sind. Dabei hatte das Team von Martina Voss-Tecklenburg das Weiterkommen selbst in der Hand mit einem Sieg gegen Südkorea. Doch schon nach 3 Minuten machten sich erste Zweifel breit, als Deutschlands Nummer 1 Merle Frohms den Rückstand verhindern musste. Nur weitere 3 Minuten später war dann allerdings auch sie machtlos. Nachdem die deutsche Abwehr große Abstimmungsprobleme offenbarte, erzielte Südkorea ihr erstes Turniertor überhaupt. Und das, obwohl die eigentliche Abwehrchefin Marina Hegering ihr Turnierdebüt gab. Es war so eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Es waren wieder viele Bälle weg, es waren wieder viele Pässe ungenau. Wir hatten viele einfache Ballverluste. Als Folge wurde Deutschland erst kurz vor der Pause so richtig zwingend. Die Flanke von Svenja Huth vollendete die Kapitänin Alexandra Popp. Ein Hoffnungsschimmer. Doch diese Klarheit ließ das Team ansonsten, wie schon bei der Pleite gegen Kolumbien, erneut viel zu oft vermissen. Wir haben heute nicht in unser Spiel reingefunden mit der entsprechenden Präzision, um dann auch einen Gegner, der so verteidigt, wirklich zu was zu zwingen. Wieder war der Wille da. Doch wieder fehlte die Leichtigkeit vom letztjährigen EM-Erfolg. Vor allem aber eine funktionierende Spielidee. So kamen sie dem Ziel in der zweiten Halbzeit nie näher als bei diesem Lattentreffer. Als Titelkandidat gestartet, war der Druck doch scheinbar zu groß. Das 1:1 besiegelte das Aus und den nächsten Rückschlag für den deutschen Fußball. Ich glaube, wir haben auch eine große Chance verpasst, so insgesamt für die neuen Generationen Vorbilder zu schaffen, auch durch diesen Erfolg hier bei dem Turnier. Der ist jetzt leider nicht da. Eine umfassende Aufarbeitung kündigten die Beteiligten an. Rücktritte sind nicht ausgeschlossen. Selbst die Bundestrainerin ließ ihre Zukunft offen an diesem völlig misslungenen Abend. Nie war der deutsche Fußball in Toto so scheintot wie aktuell, schreibt eine Zeitung heute. Das Frauennationalteam sollte eine Serie der sportlichen Peinlichkeiten beenden und die Fußballbegeisterung neu entfachen in einem Land, das kommendes Jahr EM-Gastgeber ist. Und jetzt Roman Leskova. Kaum zu glauben, Deutschland ist raus. Lange Gesichter im Dortmunder Fußballmuseum oder im Berliner Biergarten. Groß und klein war gekommen, angesteckt von der wachsenden Euphorie rund um den deutschen Frauenfußball. Und dann das. Sie dachten, dass sie gewinnen werden, aber haben sie halt nicht. Und jetzt ist halt schon sehr enttäuschend. Ist schade, aber was will man machen? Ich dachte, ich sitze noch hier und schaue das Viertelfinale, das Halbfinale und vielleicht auch das Finale. Und dass es jetzt nicht geklappt hat, ist sehr enttäuschend. Wie sehr die Stimmung im Aufwind war, zeigt sich vor Spielbeginn. Noch vor der Öffnung des Biergartens stehen die Ersten vor der Tür. Reservierungen für Tische waren schon Tage vorher nicht mehr möglich, trotz schlechter Wetteraussichten. Das erste WM-Vorrundenaus der Frauen hielten zu diesem Zeitpunkt wohl alle hier für ausgeschlossen.
Also die Einstellung der Mädels ist auf jeden Fall richtig cool. Und die sind gut gelaunt, die werden das rocken, glaube ich. Ich finde, die Frauen sind schon ein bisschen kerniger, ne? Doch was folgt, ist die große Ernüchterung. Enttäuschung nach dem Führungstreffer der Südkoreanerinnen sowohl in Berlin als auch im Dortmunder Fußballmuseum. Der Jubel über den Ausgleich kurz vor der Halbzeit währt nur kurz. Der zweite Abschnitt wird zur Zitterpartie und Berlin zwischenzeitlich vom Regen eingeholt. Manch Fan sieht nun auch düstere Wolken am deutschen Fußballhimmel. Bei den Männern wie bei den Frauen, wir kriegen nicht eine eigene Spielidee auf den Platz. Es fehlt irgendwie an der Überzeugung, dass man mit dem eigenen Spiel in das Spiel geht, das Spiel durchzieht und das Spiel gewinnt. Zumindest häufen sich die Misserfolge. 2018 WM-Vorrunden aus der Männer in Russland. Vergangenes Jahr wiederholt sich das Debakel in Katar. Und in diesem Juni scheiden die U21-Jungs bei der EM in der Vorrunde aus. Im Biergarten sind auch Spielerinnen einer Berliner Frauenfußballmannschaft dabei. Sie sehen durchaus Probleme in der Nachwuchsausbildung. Ich denke schon, es kann sein, dass vielleicht zu viel Wert schon mittlerweile irgendwie auf Taktiken gelegt wird. Also ich finde, es wird zu früh auch in der Jugend gleich so irgendwie, ja, so Nachwuchstalente gesucht und dann gleich in die Nachwuchsleistungszentren und gar nicht mehr so das Spielen auf dem Bolzplatz. Viel Gesprächsstoff also für die kommenden Wochen. Zurückbleiben erstmal enttäuschte Fußballfans. Bernd Neuendorf ist der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Herr Neuendorf, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Sie wollten ja eigentlich zur K.O.-Phase dann pünktlich selbst in Australien mit dabei sein. Haben Sie die Flüge jetzt storniert? Ja, das ist so. Wir mussten kurzfristig umplanen. Ich saß in der Tat auf gepackten Koffern. Wir waren fest davon ausgegangen, dass wir die K.O.-Runde erreichen und das Achtelfinale. Das ist jetzt leider nicht so. Das ist sehr enttäuschend und ganz bitter. Und es ist ehrlich gesagt auch nicht unser Anspruch. Die Bundestrainerin sagt heute, dem Ergebnis müssen wir uns stellen und das in erster Linie in meiner Person. Wird der DFB mit Martina Voss-Tecklenburg weitermachen? Ich habe mit der Bundestrainerin natürlich unmittelbar nach dem Spiel schon telefoniert und wir waren uns einig, so kurz nach dem Spiel, das ist jetzt die ersten wirklichen Schlüsse zu ziehen. Das ist, glaube ich, sehr voreilig und da sind sehr viele Emotionen jetzt gerade im Spiel, auch bei der Mannschaft, auch hier beim DFB im Verband, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle sehr enttäuscht. Wir haben uns auf jeden Fall verabredet nach ihrer Rückkehr, dass wir uns treffen. Aber ich kann genauso klar sagen, wir haben den Vertrag mit ihr erst vor wenigen Monaten verlängert, nach dieser überaus erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr, und haben ihr das Vertrauen ausgesprochen, das sie nach wie vor auch genießt. Dass sie nach wie vor auch genießt, sagen Sie. Trotzdem müssen wir heute Abend auch darüber reden, was sich jetzt ändern soll. Es gab ja im Frauenfußball, Sie haben es gerade kurz angesprochen, einen gewaltigen Boom. Es gab ein historisches Interesse geradezu, beflügelt eben von dieser Nationalelf und ihrem Auftritt letztes Jahr. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Schaden richtet denn dieser bittere Tag heute an? Ja, ich glaube, ich wäre nicht so pessimistisch. Das eine ist das Abschneiden der Nationalmannschaft. Das ist sehr traurig, wie gesagt, und sehr enttäuschend für uns alle. Auch nicht unser Anspruch, ich habe es gesagt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja eine Entwicklung gesehen, die, glaube ich, auch sich fortsetzen wird. Wir haben deutlich mehr Zuschauer und Zuschauerinnen gehabt bei den Bundesligaspielen. Wir haben Pokalspiele, ein ausverkauftes Pokalfinale gesehen in Köln. Wir haben viele junge Frauen und Mädchen, die in die Vereine kommen und dort Fußball spielen möchten. All das hat die Europameisterschaft im vergangenen Jahr ausgelöst. Wir haben ein ganz tolles Konzept hier beim DFB, was wir vorantreiben Richtung Frauenfußball. Es ist einer meiner Schwerpunkte auch, diesen Bereich voranzubringen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube nicht, das ist ein Dämpfer, den wir jetzt bekommen. Aber ich glaube, generell lässt sich diese Entwicklung auch nicht mehr aufhalten. Auch perspektivisch haben wir Ziele. Wir wollen die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ja nach Deutschland holen. 2027, das sind ja auch Perspektiven, auf die man sich stützen kann. Dämpfer, sagen Sie, Herr Neuendorf. Jetzt muss man vielleicht noch mal auf das große Gesamtbild auch im Moment gucken. Der größte nationale Sportverband der Welt hat eine Pleite nach der anderen zu verkraften. WM-Vorrunden aus scheint jetzt irgendwie zur Regel zu werden. Wenn man sich die Kommentare heute anguckt, einer schreibt, ein Trümmerhaufen. Was werden Sie denn jetzt ganz konkret anders machen, und zwar generell im Fußball?
Also es ist immer ein bisschen sehr viel Schwarz-Weiß auch da drin. Ich darf einfach auch erinnern, dass wir auch durchaus Erfolge hatten jetzt in der letzten Zeit. Das wird schnell vergessen. Wir hatten gerade in der Europameisterschaft der U19-Frauen, da sind wir im Finale erst gescheitert im Elfmeterschießen. Wir haben gerade in der U17-Europameisterschaft der Männer gewonnen. Wir waren letztes Jahr Europameister bei den Frauen in der U17. Also wir haben im Nachwuchsbereich sicherlich auch Erfolge. In der Tat ist es so, bei den A-Nationalmannschaften in der U21 haben wir jetzt Misserfolge zu verzeichnen gehabt. Und ja, wir sind, wie Sie wissen, mit Rudi Völler, was die A-Nationalmannschaft der Männer betrifft, sehr engagiert, das zu drehen, auch im September mit zwei weiteren Spielen, die wir haben, gegen Japan und gegen Frankreich. Das wird alles sorgfältig vorbereitet bei der Mannschaft, und bei den Frauen werden wir uns jetzt zusammensetzen, wie gesagt, und gucken, welche Schlüsse ziehen wir daraus. Herr Neundorf, wenige Stunden nach so einem Abpfiff ist das sicherlich schwer zu sagen. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es gibt ja ein großes Ereignis, das bevorsteht in Deutschland. So ein WM-Ausscheiden wie heute, das wissen Sie ganz genau und vielleicht am allerbesten. Das ist ja mehr als nur eine sportliche Nachricht für Deutschland. Nächstes Jahr ist EM im eigenen Land. Wie wollen Sie denn da jetzt noch, nach all dem, was Sie auch gerade selbst gesagt haben, diese unerlässliche Vorfreude bei den Menschen schaffen? Ich glaube, diese Vorfreude, die wird ganz sicherlich kommen. Wir werden, aber woher soll denn die kommen, Herr Neundorf? Woher kommt die, wenn nicht durch die sportliche Leistung der Nationalmannschaften? Ich habe immer gesagt, der sportliche Erfolg steht über allem. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Wir brauchen auch Erfolgserlebnisse, wir brauchen Siege. Das ist sicher richtig, aber grundsätzlich, dass die Menschen sich freuen auf diese Europameisterschaft, das kann man an verschiedenen Dingen ablesen. Wir haben unglaublich viele in den Host Cities, da wo die Europameisterschaft ausgetragen werden, die als Volunteers sich melden, freiwillig. Das sind enorme Zahlen. Wir werden das erleben. Am 3. Oktober beginnt der Vorverkauf für die Fußball-Europameisterschaft. Ich bin ganz sicher, dass die Tickets sehr schnell vergriffen sein werden. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wichtig ist auch, dass wir auf dem Platz jetzt die entsprechende Leistung bringen und nicht nur danach gucken, okay, was haben wir für Ereignisse rund um diese EM, die Freude auslösen können, sondern dass wir auch den sportlichen Erfolg brauchen, das ist unbestritten. Sagt Bernd Neundorf, der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen um 19 Uhr aufgezeichnet. Unser nächstes Thema. Er sei der erste Präsident der USA, der einen Putsch verursacht hat. Das ist im Kern der Vorwurf in der neuesten Anklage gegen Donald J. Trump. The United States of America gegen ihren 45. Präsidenten. Wenn wir nicht nach all den Trump-Jahren so abgestumpft wären, man würde es kaum glauben, was da alles drinsteht. Und man könnte es beinahe als so eine Art Vergangenheitsbewältigung abtun, ohne große Relevanz für die Zukunft. Wenn Donald J. Trump nicht gute Chancen hätte, wieder ins Weiße Haus zurückzukehren. Derselbe Donald Trump, der in diesen Minuten vor Gericht erscheinen muss. Elmar Thewissen. Eigentlich hat Donald Trump für seine Rückkehr nach Washington andere Pläne als möglicher Wahlsieger 2024. Nun muss er kommen, um sich formal verhaften zu lassen. Ein Ex-Präsident angeklagt für den Versuch, die rechtmäßige Ordnung seines Landes umzustürzen. Im Gerichtsgebäude sind die Sicherheitsmaßnahmen massiv verstärkt. Davor versammeln sich Gegner und Befürworter Trumps. Der warnte heute vor Gewalt, falls er in Untersuchungshaft müsse. Darüber entscheidet die Haftrichterin. Vorher muss der Angeklagte drinnen seine Fingerabdrücke abgeben. Die Richterin, die später das eigentliche Verfahren übernimmt, wurde zufällig per Los bestimmt aus mehr als 20 Bundesrichtern. Der 61-jährigen Tanya Chutkin werfen Trumps Unterstützer schon jetzt Parteilichkeit vor, weil sie 2014 von Präsident Obama nominiert wurde. Dabei hatte der Senat sie damals mit 95-0 Stimmen bestätigt, nach einem überzeugenden Auftritt. Der ideale Richter, so sehe ich das, ist aufgeschlossen, fair und gut vorbereitet. Überparteilichkeit ist das Grundprinzip. Chutkin verhandelte viele Anklagen gegen Aufständische vom 6. Januar, verhängte oft höhere Strafen, als die Staatsanwälte gefordert hatten.
Einem Angeklagten sagte sie, er sei nicht aus Liebe für sein Land zum Kapitol gezogen, sondern für einen Mann. Als der Untersuchungsausschuss des Kongresses von Donald Trump Unterlagen aus dem Weißen Haus verlangte, wies sie Trumps Einspruch mit den Worten zurück: Präsidenten sind keine Könige. Auch deshalb fordern Trumps Anwälte die Verlegung des Prozesses nach West Virginia. Nur dort habe ihr Mandant eine Chance auf Richter und Geschworene, die ihre Verteidigungslinie fair beurteilen. Alles, was er tat, diente der Wahrheitsfindung durch Klagen, Nachzählungen und die Bitte an Vizepräsident Pence, die Auszählung zu pausieren. Das bestreitet Mike Pence. Trump habe von ihm nicht verlangt, die Auszählung im Kapitol zu pausieren, sondern sie komplett für ungültig zu erklären. Diese spinnerten Anwälte erzählten ihm, was seine juckenden Ohren hören wollten. Wer jemanden bittet, sich über die Verfassung zu stellen, sollte niemals wieder Präsident sein. Aber genau das plant Donald Trump und hofft, dass jede Anklage und jeder Prozess ihm dabei helfen. Ein Kandidat, der hofft, dass Prozesse gegen ihn ihm helfen. Auch darüber werden wir jetzt reden mit Elmar Thewissen. Elmar, guten Abend. Aber erstmal ganz aktuell, was werden wir denn jetzt heute Abend erleben in Sichtweite zum Kapitol vor Gericht in Washington D.C.? Also Donald Trump ist jetzt erstmal offiziell verhaftet. Er hat vor wenigen Minuten den Gerichtssaal betreten, in dem keine Kameras zugelassen sind. Aber wir wissen, dass er den Sonderermittler Jack Smith mit keinem Blick gewürdigt hat. Das ist jetzt ein recht schnörkelloses Verfahren, was da abläuft. Das heißt, die Anklageschrift wird in Teilen verlesen. Er muss auf schuldig oder nicht schuldig plädieren. Und die Richterin, Haftrichterin, muss dann entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Damit rechnet hier eigentlich niemand, weil keine Fluchtgefahr besteht. Und Donald Trump hat geplant, dass er gleich auf dem Rückweg am Flughafen hier in Washington dann auch schon wieder eine Pressekonferenz gibt. Jetzt sagen manche immer, Watergate, selbst Watergate verblasse gegen dieses Verfahren. Kann man schon sagen, wie der Prozess ablaufen wird, vor allem zeitlich? Ja, in den nächsten Tagen wird dann die eigentliche Richterin Tanya Chutkin übernehmen und die wird entscheiden, wie das weitere Verfahren abläuft. Wir rechnen damit, dass es noch in diesem Jahr, wahrscheinlich im Dezember, zur Auswahl der Jury, also der Geschworenen, kommt. Es ist ja ein Geschworenengericht, das über die Zukunft von Donald Trump entscheidet und dass wir dann nächstes Jahr tatsächlich den Prozessbeginn haben werden im laufenden Wahlkampf. Aber Donald Trumps Anwaltsteam hat schon angekündigt, dass es versuchen wird, dieses Verfahren zu behindern, indem beispielsweise ein anderer Gerichtsort beantragt wird. Also wir können noch nicht Bestimmtheit sagen, ob in diesem Jahr noch dieser Prozess beginnt. Es ist ja aus der Entfernung hier aus Deutschland schwer fassbar. Diese diversen Verfahren mittlerweile scheinen Trumps Beliebtheit keinen Abbruch zu tun. Im Gegenteil offensichtlich. Warum gibt es denn immer mehr Menschen, die vor die Wahl gestellt, Trump oder die Demokratie, dann offenbar lieber Trump wählen? Ich glaube, das hat mit Akzeptanz durch Penetranz zu tun. Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, zu behaupten, dass man hier im Grunde genommen einen politisch unliebsamen Gegner ausschalten will und dass das gesamte Justizsystem der USA dafür gebraucht wird, weil der Sonderermittler eben vom Justizministerium bestimmt wurde, das ja zur Regierung von Joe Biden gehört. Die Wahrheit ist aber, dass hier am Ende ja Geschworene über die Anklage entschieden haben und nicht der Sonderermittler alleine. Und ich glaube, es gelingt aber Donald Trump eben zu resonieren mit dem, was er sagt, bei den Menschen, weil es Zweifel gibt am Justizsystem in dem Land. Das hat vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun, dass die Bundesrichter am obersten Gerichtshof hier eben auch aus politischen Gründen nach einer politischen Ausrichtung bestimmt werden und dass beispielsweise in einigen Bundesstaaten sogar oberste Richter in diesen Bundesstaaten gewählt werden. Das heißt, Demokraten und Republikaner treten gegeneinander an in einer schmutzigen Wahlkampfschlacht und sollen dann am Tag, wenn sie dann eingeschworen sind, als Richter auf einmal unabhängig Recht sprechen. Also es gibt eben diese Zweifel und das nutzt Donald Trump aus. Ganz kurz noch, Elmar, einen Präsidenten wählen, der im Gefängnis sitzt. Wäre auch das denkbar? Klingt verrückt, aber wäre denkbar. Tatsächlich müsste in so einem Fall
das oberste Bundesgericht hier in Washington entscheiden, ob die Ausübung des Amtes, die Verpflichtung dazu, wichtiger ist als die Verbüßung der Haftstrafe. Und das oberste Bundesgericht, das wissen wir ja, ist ja teilweise mit Trump-Nominierten besetzt worden. Also das ist ein Urteil mit ungewissem Ausgang. Es ist also nicht ausgeschlossen, wenn er gewählt würde, wenn er Kandidat aus seiner Partei ist, dass er dann am Ende auch Präsident werden könnte, selbst wenn er im Gefängnis säße. Emma, vielen Dank für diese Analyse live aus Washington. So, und Hanna hat hier weitere Nachrichten im Blick. Ja. Bundesinnenministerin Faeser will Abschiebungen erleichtern. Dazu hat sie einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Und dieser stößt auf ein geteiltes Echo. Der Vorschlag sieht unter anderem vor, den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage zu verlängern. Das soll den Behörden mehr Zeit geben, die Abschiebungen vorzubereiten. Aus den Reihen der Grünen kommt dazu Kritik, von der FDP hingegen Zuspruch. Die Deutsche Polizeigewerkschaft bezeichnete den Entwurf als Mogelpackung und forderte stattdessen wirksame Kontrollen an den Grenzen. Der vor rund einer Woche in Brand geratene Frachter Fremantle Highway ist erfolgreich ins niederländische Eemshaven nahe der deutschen Grenze gebracht worden. Damit gilt eine verheerende Umweltkatastrophe vorerst als abgewendet. Schleppschiffe zogen den unter anderem mit E-Autos beladenen Frachter rund 64 Kilometer in den Hafen der Stadt. Das Schiff war mehrere Tage lang brennend auf der Nordsee getrieben. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Bundesanwaltschaft hat in Bremen einen Syrer festnehmen lassen, dem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Der Beschuldigte soll zwischen 2012 und 2015 Anführer einer Miliz des syrischen Regimes in Damaskus gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem Folter und Versklavung vor. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Nach dem Militärputsch in Niger hat die Bundeswehr rund 30 Personen aus dem Land ausgeflogen. Ob es sich dabei um Zivilisten oder Angehörige der Bundeswehr handelt, ist bisher nicht bekannt. Anlässlich des Unabhängigkeitstages gingen in der Hauptstadt Niamey tausende Unterstützer des Militärs auf die Straße. Sie kritisierten dabei auch den Einfluss der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Vergangene Woche hatte sich das nigrische Militär an die Macht geputscht. Erst war es zu trocken, jetzt gucken Deutschlands Landwirte gen Himmel und hoffen, dass der Regen mal aufhört, damit sie endlich ernten können. Bei Weizen und Roggen ist erst ein knappes Fünftel eingefahren, sagt der Bauernverband heute und warnt, wenn das so weitergeht, gibt es große Probleme. Überhaupt war 2023 für die Landwirte ein nervenaufreibendes Jahr. Und es ist nicht vorbei. Aus Niedersachsen jetzt Oliver Deuker. Regenpause in Niedersachsen. Landwirt Karl Friedrich Meyer bewirtschaftet seit 40 Jahren seine Felder bei Hameln. Doch kann er seine eigentlich gute Ernte derzeit nicht einfahren. Zu feucht die Halme, um sie abzuschneiden. Zu matschig die Böden für die schweren Maschinen. Das Getreide war durch die Hitze sehr schnell abgereift. Und wir haben seit Mitte Juli das Problem, dass der Regen doch nachhaltiger worden ist. Und dadurch können wir nicht ernten. Und das ist ärgerlich, weil das Getreide jetzt erntereif ist und nicht besser wird, sondern durch den Regen an Qualität verliert. Zu nass, das Problem der ost- und norddeutschen Landwirte in diesem Jahr. Die Jahre zuvor war es dagegen eher zu trocken. Die Zunahme von Extremwetterlagen auch hierzulande statistisch belegt. Keine guten Aussichten für die Landwirte. Eigentlich ist die Anpassung an veränderte Standortbedingungen, also Bodenqualität, Niederschlag und so weiter, klassisches landwirtschaftliches Handwerk. Und das kann man tun über Sortenwahl, über Bodenbearbeitung, über die Art und Weise, wie ich die Bestände führe. Damit stoßen wir aber jetzt in der neuen verschärften Gangart des Klimawandels an Grenzen. Bisher deckt Deutschland seinen Getreidebedarf zum allergrößten Teil aus dem eigenen Anbau. Der fortschreitende Klimawandel könnte das absehbar verändern. Was tun, gefragt unter anderem der Bundeslandwirtschaftsminister. Auch in 20 Jahren, in 30, in 50 Jahren, wenn unsere Kinder und Kindeskinder darauf angewiesen sind, brauchen wir sichere Ernten. Das geht nur, wenn wir das Thema Ernährungssicherung, Klimaschutz, Biodiversität nicht als Gegensatz betrachten. Wie können wir die Forschung so weiterentwickeln, dass wir klimaresilientere Pflanzen haben? Pilzresilientere Pflanzen, wenn zum Beispiel so starker Regen ist wie jetzt.
Bundesforschungsanstalt Julius-Kühn-Institut Braunschweig. Mit dem sogenannten Rainout-Shelter nichts anderes als ein bewegliches Dach simuliert Lorenz Kottmann Trockenheit und Erwärmung, also Extremwetter. Ziel der Forschung, Pflanzen zu züchten, denen extreme Bedingungen weniger ausmachen. Man kann nicht eine Empfehlung für jeden Landwirt rausgeben, sondern jeder Landwirt muss so seine eigene Strategie fahren können. Am besten würde ich empfehlen, zu diversifizieren, also vier verschiedene Arten und auch vier verschiedene Sorten anzubauen, die dann eben jeweils speziell für eine Umweltbedingung gut geeignet sind. Karl Friedrich Meyer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, am Ende doch noch eine ganz manierliche Ernte einzufahren. Dieser Sommer ist ja eigentlich typisch niedersächsisch, kann man sagen, wie wir es in den vergangenen Jahren auch erlebt haben. Aber wir haben immer Perioden gehabt, wo wir trocken ernten können. Und darauf hoffen wir auch jetzt, denn der August hat ja erst angefangen. Trotzdem, der Klimawandel, er macht auch einen Wandel in der Landwirtschaft nötig. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Weichen zu stellen. Und jetzt hier bei uns nochmal du, Hanna. In der EU wird aktuell über ein mögliches Verbot der sogenannten Ewigkeitschemikalien diskutiert. Dagegen laufen jetzt Industrieverbände Sturm. Sie sagen, dies würde die Energie- und die Mobilitätswende so gut wie unmöglich machen und bekommen dabei Unterstützung von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Fragen wir nach bei Stefanie Barrett in Frankfurt. Warum sind diese Chemikalien für den Umbau zur Klimaneutralität so wichtig? Ja, weil die Chemikaliengruppe eben eine zentrale Rolle für Technologien der Zukunft spielt. Kein Windrad, kein E-Auto, kein Energiespeicher, Elektrolyseure, Wärmepumpen, all diese Schlüsseltechnologien kommen ohne die Poly- und Perfluoralkylsubstanzen, kurz PFAS, nicht aus. Hier lassen sie sich auch nicht einfach ersetzen. Deshalb drängen Bundeswirtschaftsminister Habeck und auch Industrieverbände auf einen differenzierteren Regelungsrahmen in der EU, vor allem da, wo der Einsatz dieser Stoffe in geschlossenen Kreislaufsystemen erfolgt. Und warum überlegt die EU, diese Chemikaliengruppe überhaupt zu verbieten? Ja, sie gelten einfach der Europäischen Chemikalienagentur zufolge als mittel- bis hochgiftig und beeinträchtigen das menschliche Immunsystem bzw. stehen unter Verdacht, krebserregend zu sein. Weil die sogenannten PFAS wasser-, fett- und schmutzabweisend wirken, stecken sie eben auch in vielen Alltagsgegenständen wie Anoraks, Pfannen oder sogar in Kosmetika. Sie reichern sich in der Umwelt an und werden dort nicht nur sehr langsam abgebaut. Hier, wo sie also verbrauchernah verwendet werden, da wäre es durchaus ausgeboten, die Chemikaliengruppe zu verbieten oder sogar zu ersetzen. Ende September soll die Beratung über ein mögliches Verbot abgeschlossen sein. Die Entscheidung trifft dann die EU-Kommission mit den europäischen Mitgliedstaaten. Vielen Dank, Stefanie, für diese Einordnungen. Während der Corona-Krise war die Lufthansa massiv ins Straucheln geraten. Doch jetzt erwartet die Airline eines der besten Jahre ihrer Geschichte. Die Lufthansa rechnet für 2023 mit einem Gewinn von mindestens 2,6 Milliarden Euro. Allein im zweiten Quartal verdiente die Airline dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Grund sind die ungebrochene Reiselust, aber auch die gestiegenen Ticketpreise. Papst Franziskus hat anlässlich des Weltjugendtags in Lissabon am Abend vor tausenden jungen Menschen über die Gefahren von sozialen Medien gesprochen. Er warnte davor, sich von den Netzwerken illusionieren zu lassen. Bei einer Zeremonie in der portugiesischen Hauptstadt hießen hunderttausende Anhänger Franziskus willkommen. Der Weltjugendtag gilt als größte katholische Veranstaltung der Welt. Bis zu 600.000 junge Gläubige werden dazu erwartet. So, was jetzt? Jetzt sollten Sie dranbleiben, wenn die Kollegin Sarah Tacke am Puls des Landes ist. Wir kennen das, diese verstörenden Handyvideos, die ebenso sinnlose wie brutale Jugendgewalt zeigen, mitten in Deutschland, immer wieder Thema, auch in den Nachrichten. Und wir haben diese Fragen. Woher kommt das? Wer sind die Täter? Und vor allem, wie bekommen wir das in den Griff? Sarah wollte echte Antworten und hat dabei mit denen gesprochen, über die so viel gesprochen wird. Wir schauen uns das auf jeden Fall an, jetzt gleich nach uns. Und gegen 0.25 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Angenehmen Abend. Tschüss. Guten
Guten Abend. Heute Nacht lässt der Regen erstmal nach und die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad. Dabei wird es auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald wie auch westlich des Rheins am kühlsten. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 18 Grad am Alpenrand und maximal 24 Grad in der Lausitz. Der Tag beginnt erstmal freundlich. Nordöstlich der Elbe wechseln Sonne und Wolken miteinander ab. Sonst gibt es schon erste Regenschauer und die weiten sich am Nachmittag weiter aus und dann sind auch wieder Gewitter dabei. Am Alpenrand setzt ergiebiger Dauerregen ein. Zwischen dem Allgäu und dem Berchtesgadener Land können innerhalb von 24 Stunden bis Samstag früh 30 bis 50, in Staulagen sogar 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Und es geht wechselhaft weiter. Das liegt an diesem Tief hier über der Adria. Das peilt nämlich über das Wochenende die Ostsee an. Und gleichzeitig kommt auch von Westen ein Tief zu uns. Das bedeutet auch Schnee in den Alpen. Und dieses Tief über der Ostsee, das schaufelt warme Luft weit nach Norden. Und so wird es dann am Wochenende in Finnland zum Teil sogar wärmer sein als bei uns in Mitteleuropa. Bei uns in Deutschland liegen die Temperaturen zum Teil nämlich nur bei 14 bis 20 Grad am Montag. Dazu gibt es hin und wieder etwas Sonnenschein, aber meist ist es doch wechselhaft. Und erst Mitte der nächsten Woche wird es deutlich wärmer, wie Sie hier am Trend für Karlsruhe sehen können. Dann peilen wir mit Sonnenschein sogar fast die 30-Grad-Marke an. Guten Abend.